Was ist zu tun, wenn jetzt die Leute zuhören und sagen, oh mein Gott, ich hatte ja gar keine Ahnung und das muss ich weiter recherchieren, oder was kann ich denn jetzt konkret machen, damit ich nicht permanent mich oder meine Familie mit schlechtem Wasser belaste? Was schlägst du vor als erste Maßnahme für jemanden, der das zum ersten Mal wahrnimmt? Ja, bei mir ist immer so, meine erste Frage ist, wo kommt sie her? Und wir bieten jedem an einen kostenlosen Trinkwassertest. Und da ist wichtig, wir rufen da nicht an und sagen Hallo, sondern die schicken es uns. Ich habe extra eine Dame angestellt, die nur eins macht, Trinkwasser schicken. Und ich sage zu jedem, ich will nicht wissen, was für Wasser ist. Schick mir Probe A, schick mir Probe B. Und dann kriegst du von uns eine E-Mail. Und da geht es nur um das Grobe, nämlich Nitrat. Ganz wichtig, Schwermetalle, weil sich das natürlich in den Leitungen, du kannst dir vorstellen, Robert, die Leute sitzen, haben irgendeine Wohnanlage mit 8 Stockwerken, da ist eine Wohnung mal, der ist 3 Wochen im Urlaub, das Wasser steht in den Leitungen. Und da in den Leitungen nimmt natürlich Wasser, ist ja ein Magnet, nimmt auf und dann trinken die das. Also sage ich Probe A, Probe B, ich will es nicht wissen, sondern und dann kriegen die eine Bewertung. Nitrat, Schwermetalle, Leitfähigkeit, so das Wichtigste. Aber keine genauen Werte, weil ich will nicht, dass die Leute auf den Gesetzgeber gehen, weil da kannst du nichts mehr machen. Es geht mir darum, dass jeder Einzelne die Chance hat, sich in das Thema reinzuarbeiten, weil es ist für deine Gesundheit das Essentiellste. Es ist der Motor des Lebens, ist gutes Wasser und viel Wasser. Und dann, wenn die das getestet haben, dann können Sie anrufen und dann können wir das diskutieren. Also was wir niemals machen, ist Vertreter schicken und die Leute letztendlich belästigen. Das tun wir nicht. Aber viele sind natürlich wiederum ein überragendes Geschäft für viele Wasser. Filter Fritzi, Futzi, bin ich auch einer. Und die da halt ihre Truppen losschicken in einem Schnellkurs und da halt natürlich entsprechend. Ja, und manche Wasserfilter sind halt einfach auch schlechter. Da machst du lieber gar nichts. Also wir kennen ja, jeder weiß, dass Brita-Filter in der Diskussion sind und ich kann dann Leuten nur sagen, Leute, wenn ihr Brita-Filter habt, tut's mal in den Kühlschrank rein, dann hast du die Belastung im Sommer geringer, aber es gibt halt so unüberschaubar. Du hast beim Leitungswasser keine Chance, du hast beim Mineralwasser die totale Verblödung, wo ich sage, ja, was ist ein gutes Wasser? Viel Mineralien, wenigen. Und bei den Wasserfiltern ist es noch schlimmer, weil natürlich jeder den schönsten, tollsten, besten hast. Und das ist mein Leben und mein Lebenswerk, dass ich einfach sage, na, so wie dir, da danke ich dir einfach, dass ich die Chance habe. Einmal das Bewusstsein, dann kann es jeder draus machen. Du musst das wissen, was du draus machst, dann ist meine Mission erledigt. Und da ist es einfach schön, der Dank ist unglaublich.